dass wir die Tagesordnungspunkte 3 bis 14 zusammen behandeln. Hier ist jeweils ein Redner, hat sich genannt, nämlich Herr Lorek, der zu allen Tagesordnungspunkten Änderungsanträge eingereicht hat. Insofern darf ich dann fragen, ob gegen die gemeinsame Behandlung Widerspruch ist. Das kann ich nicht sehen, dann verfahren wir so. Bitte Sie, sehr geehrter Lorek, Ihre Änderungsanträge einzubringen, muss Sie aber im Vorfeld darauf hinweisen und bitten, die Begründung allgemein zu fassen. Sie dürfen hier nicht aus nicht öffentlichen Anlagen zu Vorlagen, die die persönlichen Verhältnisse von Gewählten betreffen, zitieren. Ich müsste ansonsten die Nichtöffentlichkeit herstellen, wenn konkrete persönliche Verhältnisse der Ausscheidenden diskutiert werden sollen. Und natürlich dann zu den jeweiligen Punkten müssten dann die Befangenen nach hinten, sodass sie nicht an der Debatte zu den einzelnen Punkten und zur Abstimmung dann teilnehmen. Darauf will ich nochmal hinweisen. Aber jetzt zunächst mal der Änderungsantrag, bitte schön, Herr Lorek. Läuft das? Jawohl. Also ich gestatte mir, von vorn zu reden. Da ich das jetzt hier zum ersten Mal in diesem Saal tue, noch die Gelegenheit nutzen möchte, sich alle mal von vorn anzuschauen. Also mein Name ist schon genannt worden, ich heiße Jens Lorek, werde in 2 Monaten 60 Jahre alt, bin Rechtsanwalt, Dresden seit mehr als 24 Jahren. Ja, und habe Ihnen zu jedem dieser Punkte einen Änderungsantrag vorgelegt. Es handelt sich letzten Endes auch immer wieder um denselben systematischen Fehler, der allen diesen Anträgen zugrunde liegt. Entscheidend für die Frage, ob jemand aus dem Stadtrat oder aus den Beiräten ausscheiden kann, ist der Paragraph 18 Sächsische Gemeindeordnung. Dazu fehlt zwar noch Rechtsprechung, zumindest ist mir nicht bekannt, dass das Sächsische Oberverwaltungsgericht sich schon mal damit beschäftigt hätte, aber die Rechtsprechung anderer Oberverwaltungsgerichte lässt sich heranziehen. Und zwar ist dies immer dann entstanden, wenn eine Rechtsaufsichtsbehörde die Entscheidung von Stadt- oder Gemeinderäten, jemanden aus ihrer Mitte zu entlassen, beanstandet haben. Und zwar läuft die Rechtsprechung letzten Endes darauf hinaus, dass als Gründe nur diejenigen Sachen zu berücksichtigen wären, also als jetzt besondere persönliche Belastung oder also Sachen zu berücksichtigen wären, die nach der Kandidatur entstanden sind. Wenn jemand weiß, dass er für das Europaparlament kandidiert und für den Stadtrat und dann hinterher feststellt, dass er mit der Doppelbelastung nicht klarkommt, ist das sein Problem. Das wird zumindest nach meiner Kenntnis der Rechtsprechung nicht akzeptiert. Deswegen, ich habe es also in jedem dieser schriftlichen Anträge im Einzelnen dargelegt, ist es wohl so, dass bei keinem der Antragsteller die Gründe, mit denen er jetzt aus dem Ehrenamt entlassen werden möchte, nachträglich entstanden sind, sondern die Gründe haben in jedem Einzelfall bereits im Vorhinein vorgelegen. Letzten Endes geht es um die ordnungsgemäße Zusammensetzung des Stadtrates, die Wahrung dieses öffentlichen Interesses an der Beibehaltung ist letztlich zum Sache des Bürgermeisters oder Sache der Rechtsaufsichtsbehörde. Mir geht es einfach nur darum, eine Beanstandung zu vermeiden. Deswegen meine Anträge, über die ich Sie bitte abzustimmen. Recht vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, wird weiterhin das Wort gewünscht? Wenn das nicht der Fall ist, würde ich jetzt in die einzelnen Tagesordnungspunkte eintreten, jeweils zum Tagesordnungspunkt dann den Änderungsantrag abstimmen und dann in die Schlussabstimmung kommen. Ich darf zunächst den Tagesordnungspunkt 3 aufrufen. Wer hier dem Änderungsantrag von Herrn Lorek folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Null Ja-Stimmen, 64 Nein, keine Enthaltung, hat damit keine Mehrheit gefunden. Damit kommen wir zur Abstimmung über die unveränderte Vorlage und bitte jetzt das Stimmzeichen abzugeben. Ja-Stimmen. Eine Nein-Stimme, 13 Enthaltung, damit so angenommen.
Wir kommen. Nee, ich mache erstmal nicht durch. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 4. Auch hier darf ich zunächst den Änderungsantrag zur Abstimmung stellen. Wer dem zustimmen möchte, wäre jetzt an der Reihe. Eine Ja, 65 Nein, 0 Enthaltungen, damit keine Mehrheit gefunden. Und wir kommen damit über die unveränderte Vorlage zur Abstimmung. Wer zustimmen möchte, müsste es jetzt tun. Fünfundsechzig Ja, keine Nein, keine Enthaltung, damit so angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 5. Hier zunächst den Änderungsantrag zur Abstimmung. Wer dem folgen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Keine Ja, 65 Nein, keine Enthaltung, damit keine Mehrheit gefunden. Und wir kommen damit zur Abstimmung über die unveränderte Vorlage. Wer zustimmen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Fünfundsechzig Ja-Stimmen, keine Nein, keine Enthaltung, damit so bestätigt. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 7. Auch hier darf ich zunächst den Änderungsantrag abstimmen. Wer dem zustimmen möchte, ist jetzt an der Reihe. Keine Ja-Stimme, 64 Nein, keine Enthaltung, damit abgelehnt. Wir kommen zur unveränderten Vorlage zur Abstimmung. Wer zustimmen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Fünfundsechzig Ja, keine Nein, keine Enthaltung, damit so beschlossen. Tagesordnungspunkt 8, ebenso zunächst die Abstimmung über den Änderungsantrag. Keine Ja-Stimmen, 64 Nein, keine Enthaltung, damit abgelehnt. Wir kommen zur Abstimmung über der unveränderten Vorlage. Wer zustimmen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Fünfundsechzig Ja, keine Nein, keine Enthaltung, damit so zugestimmt. Bringt uns zum Tagesordnungspunkt 9. Auch hier Änderungsantrag zunächst. Wer dem folgen möchte, müsste jetzt mit Ja stimmen. Keine Ja, 63, Nein, keine Enthaltung. Damit abgelehnt. Wir kommen damit zur Abstimmung über die Vorlage. Wer zustimmen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Fünfzig Ja, keine Nein, 15 Enthaltung, damit so zugestimmt. Bringt uns zum Tagesordnungspunkt 10, auch hier zunächst der Änderungsantrag zur Abstimmung. Keine Ja, 65 Nein, keine Enthaltung, damit abgelehnt. Wir kommen damit zur Abstimmung über die Vorlage. Wer zustimmen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Einundfünfzig Ja-Stimmen, keine Nein, 15 Enthaltung, damit zugestimmt. Tagesordnungspunkt 11. Zunächst Änderungsantrag. Wer hier zustimmen müsste, ablehnen möchte, wie auch immer, müsste jetzt drücken.
Keine Ja-Stimme, keine Enthaltung, 67 Nein-Stimmen, damit abgelehnt. Wir setzen fort mit dem Tagesordnungspunkt 11. Wir hatten abgestimmt noch gehabt, bevor die Anlage zusammengebrochen war, den Änderungsantrag, der hatte keine Mehrheit gefunden und waren dann in der Abstimmung zur Vorlage gewesen. Die würde ich jetzt noch mal wiederholen, sodass alle es gut gehört haben und dann ihr Stimmverhalten entsprechend signalisieren können und das auch mit der Technik zusammen. Also, ich darf aufrufen den Tagesordnungspunkt 11 zur Abstimmung über die Vorlage. Wer zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. (49) Ja-Stimmen, keine Nein, 14 Enthaltungen, damit so zugestimmt. Bringt uns zum Tagesordnungspunkt 12, auch hier zunächst der Änderungsantrag. Und da darf ich um Abstimmung bitten. Null Ja, 64 Nein, keine Enthaltung, damit abgelehnt. Wir kommen damit zur Abstimmung über den unveränderten Vorlage. Wer zustimmen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. (66) Ja-Stimmen. Keine Nein, keine Enthaltung, damit so bestätigt. Das bringt mich zum Tagesordnungspunkt zunächst 14. Und dann werden Sie sehen, dass ich die 13 und die 6 vergessen habe. Die würde ich dann hinten dran machen. Das liegt daran, dass erstmal alle die abgestimmt haben, wo Befangenheiten sind, und dann eben die Unbefangenen dran nehme. Also beim Tagesordnungspunkt 14, heißt für Sie auch nicht teilnehmen, ist jetzt zunächst der Änderungsantrag abzustimmen. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Keine Ja, keine Enthaltung, 66 Nein-Stimmen, damit abgelehnt. Kommen wir damit zur Abstimmung über die unveränderte Vorlage. Wer zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. (66) Ja, keine Nein, keine Enthaltung, damit so angenommen. Dann kommen wir noch zu den zwei Vorlagen, wo jetzt keine Befangenheiten drin waren. Das ist einmal Tagesordnungspunkt 6. Wer hier dem Änderungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Keine Ja, keine Enthaltung, 67 Nein-Stimmen. Damit abgelehnt. Kommen wir zur Abstimmung über der unveränderten Vorlage. Wer zustimmen möchte, ist jetzt an der Reihe. (65) Ja, keine Nein, eine Enthaltung. Damit wäre das so bestätigt. Bringt uns zum Tagesordnungspunkt 13 und damit den letzten erstmal an Änderungen. Wer hier dem Änderungsantrag zustimmen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Keine Ja, keine Enthaltung, 66 Nein-Stimmen. Und damit last but not least die Abstimmung über die unveränderte Vorlage. Wer zustimmen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen.
67 Ja, keine Nein, keine Enthaltung, damit ebenso bestätigt. Damit sind wir erstmal über alle Veränderungen durch. Das führt uns dazu, dass wir den Reigen der Verpflichtungen nochmal komplettieren. Und insoweit darf ich vielleicht mal kollektiv nach vorne bitten und würde dann die Verpflichtung vornehmen. Die Herren Moritz Knobel, Robert Reschke und Remo Liebscher. Ich ganz kurz die Verpflichtungsformel verlesen, damit wir es nochmal in Erinnerung rufen, und dann gilt es mit Ich gelobe und Handschlag das zu besiegeln und die entsprechende Verpflichtungsformel hier am Tisch zu unterzeichnen. Also, ich gelobe, die Verfassung, Gesetz und Recht zu achten und zu verteidigen, meine Pflichten nach bestem Wissen und Gewissen uneigennützig und verantwortungsbewusst zu erfüllen und Gerechtigkeit gegenüber allen zu üben. Außerdem gelobe ich, die Rechte der Landeshauptstadt Dresden gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohnerinnen und Einwohner nach Kräften zu fördern. Und da beginnen wir mal mit Moritz Knobel. Dann Robert Reschke. Und last but not least, Remo Liebscher. Und würden jetzt einsteigen in die Bearbeitung der weiteren Tagesordnung. Dazu darf ich zunächst fragen, ob es Ihrerseits zur Tagesordnung noch Anträge gibt. Wenn das nicht der Fall ist, dann lasse ich über die Tagesordnung abstimmen. Wer der Tagesordnung zustimmt, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen.71 Ja-Stimmen, keine Nein, keine Enthaltung. Damit wäre das so beschlossen. Wir steigen ein, beginnen zunächst erstmal mit dem Bericht des Oberbürgermeisters. Dann kommen wir zur Bekanntgabe der nicht öffentlichen Beschlüsse. Und dann arbeiten wir vom Tagesordnungspunkt 16 uns durch. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste hier im Saal und am Livestream, herzlich willkommen zur ersten Stadtratssitzung in dieser